Was ist nun los mit dir, Mann? Du nervst mich die ganze Zeit. Ich will dies, ich will das. Jo, was glaubst du, wer du bist, Mann? Mann, nerv mich nicht. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ja, wein doch! Ja, wein doch! Ja, sei doch glücklich, dass du mich hast, Mann. Ich bin Multimillionär. Ja, was glaubst du? Du willst die Scheidung haben? Okay? Talak, Talak, Talak! Talak, Talak! Du bist Talak, Mann. Du bist geschieden, Alter. Sowas wie dich brauche ich nicht, Mann. Ich bin King, ich krieg jede Frau ab. Ich bin der Beste und du bist nichts. Ja, tschüss, Mann. Tschüss, Alter. Ey. Was habe ich nur getan? Oh, ich hatte Geld. Eine wunderschöne Frau. Eine Frau, die mich zu Allah Azawajal. Eine Frau, die mich zu Allah Leute, danke. Ich habe sie verlassen. Ich war ungerecht zu ihr. Ich habe sie geschlagen. Ich habe sie beschimpft. Ich habe sie beleidigt. Ich habe ihre Familie beleidigt. Ich hatte Geld und habe nichts gedacht. Ich habe sie eigentlich. Ich habe mich verlacht gemacht. Oh, Allah verzeihen. Allah verzeihen. Ja, Allah verzeihen. Das habe ich schon getan. Ja, Allah, ja, Allah, ich kann nicht mehr bitte bezahlen. Ja, verzeih mir. Ja, Allah, verzeih mir bitte. Einen Menschen ungerecht behandeln kann dich zu dieser Situation führen. Und wie ist es dann, wenn du deine Frau sehr schlecht behandelst oder wenn du, Schwester, deinen Mann sehr schlecht und ohne Respekt behandelst? Warum sind wir so? Warum sind wir so? Wir sollten uns doch gegenseitig stärken für Allah subhanahu wa ta'ala und uns nicht gegenseitig niedermachen. Und Hochmut, Hochmut ist sehr gefährlich. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß, wer auch nur ein Atom oder ein Stäubchen an Hochmut in seinem Herzen besitzt, er wird das Paradies nicht betreten. Alhamdulillah für alles. Möge Allah Ta'ala uns alle unsere Sünden verzeihen. Bis dann, liebe Geschwister im Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.